Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute möchte ich mit euch mal wieder shoppen gehen und zwar in Hrothgar. Und hier sind die Händler wirklich, wirklich gut versteckt. Wir schauen einmal, wenn wir uns die Karte ansehen, wir müssen hier nach Orsinium. Und wenn wir dann mal die Karte von Orsinium aufmachen, fällt gleich wieder auf. Kein Hinweis mit dem Stuhlsymbol, wo die Händler versteckt sein können. Aber wie immer einfach über alles mal mit dem Mouse-Over rübergehen. Dann wird ja immer angezeigt, was dort zu finden ist. Und hier unten bei der Zenker-Klippe haben wir einige Händler und darunter eben auch den Hausausstatter und auch den Errungenschaftsausstatter. So, wenn wir uns dann einmal in diese Richtung begeben, ist ja eigentlich der Hinweis immer mit dem Banner wenigstens, wo der Stuhl drauf ist, damit wir wissen, hier sind wir richtig. Nur, wenn wir hier hingucken, dann sehen wir nichts. Kein Banner. Aber wir sind hier richtig. Im Hintergrund sehen wir ja Stühle, Einrichtungsgegenstände, das so als Mini-Hinweis. Und hier haben wir eben auch Maladik, den Hausausstatter und hier dann auch Lotsotusk, den Errungenschaftsausstatter. Wir starten wie immer mit dem Hausausstatter und schauen einmal, was der Gute so im Angebot hat. Einrichtungsgegenstände zu verkaufen. Passend zu den Geboten des Mondes, des Grünen Pakts und der Acht. So, dann schauen wir uns doch dieses Angebot auch einmal an. Ja, wie wir sehen, alles das, was wir bei vielen Händlern eben bekommen, bei den Hausausstattern, so die Standardprodukte an Kisten und Klötzen und die Wäscheleien sind dabei, die Planken und so weiter und so fort. Das heißt, das werde ich jetzt nicht nochmal einzeln vorstellen, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Also für die Sachen muss man jetzt nicht unbedingt nach Hrothgar reisen, das kriege ich auch woanders. Aber gut, es ist wie es ist und deswegen hoffen wir einfach mal, dass der Errungenschaftsausstatter das wieder gut macht, dass wir hier beim Hausausstatter leider nichts Besonderes finden konnten. So, da sind wir. Haltet ihr euch für hart? Ich habe mich schon mit Dutzenden herumgeschlagen, die härter waren. Es ist mein Geschäft, Leute wie euch zu versorgen. Also, sind wir bereit, ins Geschäft zu kommen? Puh, da ist aber einer arrogant. Na, hoffentlich hat er dann entsprechend auch was anzubieten. So, wir haben hier 7 Items, 5 davon noch rot, das heißt, hier habe ich die Errungenschaften noch nicht freigespielt. Anschauen können wir sie, aber ich könnte sie jetzt eben noch nicht kaufen mit diesem Charakter. Wenn die freigespielt sind, wie diese 2 Items hier, dann kann ich das so oft kaufen, wie ich möchte, aber ich kann es dann eben nicht weitergeben. Es wird an mich gebunden, steht hier auch, wird beim Aufheben gebunden. Das heißt also, es ist an meinen Account gebunden, ich kann es an andere Chars weitergeben. Geben, aber eben nicht an andere Spieler. So, wir fangen einmal von vorne an und schauen uns mal die einzelnen Gegenstände genauer an. Wir starten mit einem Karren, mit einem Karren aus Orsinium. Der ist relativ simpel, deswegen nicht schlecht. Also für einen Vorplatz oder ähnliches sehr gut geeignet. Kann auch hinten einiges reinstellen, ist ja einiges an Platz. Also, ja, schlecht ist er nicht. Wir gehen weiter und haben hier einen Ork-Abenteuer-Rucksack. Der sieht mal ein bisschen anders aus als die Rucksäcke, die man so kennt, die man auch selber herstellen kann. Ja, ob das mit diesem Holzbrett im Rücken wirklich so gemütlich ist. Na, die Orks werden es wissen, sonst würden sie es ja so nicht bauen. Aber ich finde den, ja, sehr außergewöhnlich. Finde ich ganz hübsch. Und, ja, was immer man damit auch anstellen möchte. Also ich finde, das ist schon ein kleiner Hingucker. So, wir machen weiter und haben als nächstes 3 Totems. Und wir starten mit dem Kriegstotem, was farblich natürlich schon sehr eindrucksvoll ist. In diesem Schwarz-Rot. So ein Totem macht auf alle Fälle was her. Wo immer man es auch hinstellen mag. Also ob es jetzt schön ist, darüber kann man in der Tat streiten. Aber es ist definitiv besonders und ein Hingucker. Wir machen weiter mit dem Schlachttotem. Etwas größer, farblich nicht ganz so hervorstechend, aber eben von der Optik etwas anders, auch nicht schlecht. Also wer auf Totems steht, hat hier schon mal 2 bzw. jetzt das 3. zur Auswahl. So, da haben wir quasi das 1. und da steht noch 1 obendrauf.
Ja, das haut mich jetzt nicht so um. Da finde ich das einzeln doch ein bisschen netter. Aber wie immer, reine Geschmackssache. So, jetzt haben wir noch zwei Throne. Einmal hier klar mit Pelz drüber. Relativ schlicht. Aber mit dem Pelz sieht es doch recht gemütlich aus. Ja. Und als letztes der Thron des Ork-Königs. Der ist natürlich gleich ein bisschen edler, ein bisschen größer. Och, mit Fell hätte er mir auch ganz gut gefallen, aber auch sehr, sehr nett. Ja, preislich finde ich ehrlich gesagt 50.000 fast ein bisschen viel für diesen Thron. So schön finde ich ihn dann doch nicht, aber wenn man ihn gebrauchen kann, hier ist er dann zu bekommen für die entsprechende Errungenschaft. Wenn also ein Item dabei ist, was euch anspricht, einfach mit dem Mouse-Over. Es wird unten angezeigt, welche Errungenschaft dafür benötigt wird, damit ich dann zum Schluss dieses Item kaufen kann. Ja, das waren sie, die Items hier aus Hrothgar. Wie gesagt, vom Hausausstatter leider nicht so der Burner, aber ich finde, beim Errungenschaftshändler sind doch ganz nette Sachen dabei. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Questen hier in Hrothgar, beim Spiel sowieso. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kastanie.